Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde hier. Es tut mir leid, ich habe mittlerweile etwa 20 Sekunden aufgenommen und nicht gecheckt, dass die Aufnahme schon eigentlich nicht läuft. Aber es ist so, ich habe aber nur dem Herrn ein Reiseschwert gezeigt, da ja, so gesehen ein Ausrufezeichen. Er wollte was sehen und ich habe es mir an das Reiseschwert gezeigt und jetzt wollte er... Mal kurz, ein Feuerstab. Also das heißt eigentlich eine brennende Satyr mit Feuer, nehme ich mal an. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das hier mit Feuer, das geht doch mal gut. Wenn wir irgendwo was Feuerchen hier, dann haben wir auch schon Hatino. Wunderschön, die Stadt auf jeden Fall. Ein bisschen griesgrämig und Co. hier, aber immerhin... Ein Wischmopp. Oh, cool, wollen wir auch nehmen. Klar, wieso nicht überall Wischmoppe rumfliegen hier. Aber irgendwo noch Feuer und so, dann haben wir eigentlich einen Feuerstab. Hallo. Na, wie geht's denn so? Oh. Die lassen wir nicht fliegen. Hier gibt's Äpfel. Okay, irgendwo müssen wir doch Feuer herkriegen. Oh, hallo der Herr. Oh, ein Fremder. Sag bloß, du hast dich verlaufen. Nein, natürlich nicht. Suchst du irgendetwas Spezielles? Achso, genau. Nantino und müsstest du seltsame Orte? Seltsame Orte? Verbrenner ansehen. Dann denkst du vielleicht jetzt, dass eine Verbrenner nicht seltsam ist, aber du bist. Da hast du aber einen Besitzer noch nicht kennengelernt. Balsai heißt er und ist in Sachen Färben ein wahrer Meister, wenn auch ein etwas schräger Vogel. So, das ist alles gut angesagt. Tschüssi! Jetzt gehen wir diese Brücke, dann haben wir hier das Feuerchen, dann machen wir mit dem der Blockingstab ein bisschen Feuer von dem Hintern und dann, wenn das Feuer überhaupt noch an ist, im Regen, ist das so eine Sache. Weil es natürlich einen Feuerschall hat, unten drunter ist natürlich das Ding noch an. Oh, ist ja... Ich erlichte gleich aus, weil hier Eisenhammer. Nicht schlecht. Für das Ding 3000 bezahlen. Was ist denn überhaupt da oben? Hä? Was ist denn das da oben? Ist das zum Trocknen von irgendwas? Und das. Hä? Kann man das von außen nicht? Es ist sozusagen ein Außen. Dingens, Bummens. Hä? Wie jetzt? Wir können hier nicht rein. Sag, wo der Keller ab? Das ist ja wohl ein Keller oder so, was in der Art. Was ist denn da hinten? Also wirklich, was ist da? Was ist eigentlich da unten hier? Okay, für das Ding 3000, ich weiß nicht so recht, aber gut. Können wir vielleicht aber nur warten hier. Vielleicht tut sie was, vielleicht ist wieder die Sonne da und lodert vor sich hin. Oder sind ausgebeutet oder was auch immer hier, keine Ahnung, aber... Thank you.
Muss ich nur ein Kind... Ach, oh, das brennt jetzt auch. Okay, gut. Jetzt frage ich, ob das ein Kind ist. Das ist ein Frühaufsteher, ne? Wo treibt sich der kleine Ruben? Wäre auch ein Feuer gewesen. Okay, gut, das ist natürlich, das Feuer ist nicht so... Ah, guck mal, da hinten können wir vielleicht was anmachen. Haben sie auch wunderschön Feuer, ne? Das Kind suchen. Irgendwo muss doch hier rumschwirren, das Kind. Rache, hallo, bist du auf der Durchreise? Ich hoffe, du langweilst dich nicht zu sehr in unserem Kaff am Rande der Welt. Nun ja, es gibt noch ödere Plätze auf der Welt, das stimmt. Zumindest die Färberei haben wir. Im Norden von hier ragt die Ranelle-Spitze empor. Über die Ranelle-Spitze erzählt man so einiges. Dort soll die Quelle der Weisheit liegen, wo die Prinzessin von Hyrule sich rituelle Reinigung unterzogen hat. Die Prinzessin hat den langen Weg auf sich genommen, nur um diese Quelle zu erreichen. Sie muss dort einen Schatz versteckt haben, davon bin ich überzeugt. Aber die Ranelle-Spitze ist von Schnee und Eis überdeckt. Dort kommt so leicht keiner rauf. Schatz der Ranelle-Spitze. Spritze. Na gut, wir kommen darauf, eventuell. Wir haben ja, Ach, Schreine. Ja. Schön weißen Fällen die noch. Mehrere sogar. Na gut, dann frage ich mich, wie da nach oben hochkommen. Zuerst mal da, irgendwie da nach oben oder vielleicht da nach oben. Keine Ahnung. Wir gehen mal zuerst dahin nach oben. Wir können ja nach oben gehen. Das ist ja in Zelda The Legend of Dark Wild. Nein. Breath of the Wild. Nicht The Dark Knight. Das habe ich gerade gestern oder vor. Keine Ahnung. Aber ich habe es irgendwie gestern. Mein Mitbewohner hat das geschaut und da habe ich halt auch mitgeschaut. Ein bisschen. Nach dem Stream, nach der Aufnahme noch irgendwie um 1 oder so haben wir noch mitgeschaut. Ich weiß nicht, gestern war ich wirklich total grottenmüde hier. Ich war wirklich lange am Aufnehmen und dann noch, also zuerst aufnehmen, streamen, dann wieder aufnehmen, dann noch, das war einer zu viel für mich. Oben sehe ich schon was. Was auch immer das ist. Das ist so eine Art eine Wegbeschreibung in alle Richtungen. Okay, wir haben mehrere solche Dinger. Immer noch. Fuck. Okay, wir müssen also wirklich... Bessere Kleider so in die Kälteschutz hält nicht an. Eventuell doch, wir gehen auch hier lang. Komm, das ist doch. Ja, wir gehen nach oben, die guten Suche besuchen. Das heißt, wir müssen jetzt einfach. Können wir die reiten? Nur mal so als Frage. Nee, geht nicht. Na gut. Das wäre es auch gewesen. Verdammt, müssen wir wirklich noch irgendwie unsere. Erzähl das Vermächtnis. Da oben oder was? Ist das da oben? Ja, na, schau mal an, das ist da oben.
Sind wir zwar ein Kälteschutz, der uns nicht wirklich was bringt. Vielleicht ja doch da oben. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Hallo, Wuffel. Schnuffi. Na, du? Oh, ein Bauer. Ein Bauer liegt auf der Lauer. Ein Bauer liegt auf der Lauer. Ja, du bist ja aber auch früh unterwegs. Ach, bist du ein Reisender? So, aha. Weißt du, ich habe eine Aufgabe. Genau, richtig. Komm drauf. Ja, also. Es tut mir herzlich weh, aber ich möchte dich bitten, tief im Expertwald Hirsche für mich zu jagen. Es gibt einfach so viel von ihnen und sie zerstören den Wald. Also erlege bitte innerhalb von einer Minute so viele Hirsche, wie du kannst. In Ordnung. Ach so. Ach so. Haben wir noch irgendwelche unendliche Pfeile oder was da war? Edelfleisch. Shit. Unmöglich. Nein! Toll, wir sehen ja gar nichts mehr. Nichts haben wir gerissen. Wirklich nichts. Oh, verdammt, hätte ich gedacht, das wäre besser, aber gut, nein. Scheiße, ich bin ein bisschen deprimierend. Ein einziger. Wow. Das ist genau am Anfang, sonst nichts. Ist ein bisschen mickrig, muss ich sagen. Aber vielleicht. Danke. Wenn das gut geht. Mit einem, ich hab keine Ahnung, immer eine, das heißt, wenn wir pro Hirsch immer nur eine Rubin. Ist gerade nicht so gut, aber hey. Okay, wieder den einen da hinten. Okay, dann halt nicht. Was, zu weit oben? Leckt mich am Arsch. Zu weit unten? Ich glaube, ich spinne heute. Auf dem Sack hier überhaupt. Immer nur ein. Was ist heute los? Was ist überhaupt los? Oh, kriegen wir nur. Was ist? Was ist? Was mache ich falsch? Bin ich doof? Muss ich mit einer. Warte mal kurz. Muss ich vielleicht. Nur ein. Ich frage mich, ob wir jetzt mit Bomben vielleicht mehr dazu holen. Wenn wir die Bomben werfen, dann. Vielleicht ist es doch mal kluger, die Bomben zu werfen. Bomben werfen. Na cool. Arschgeil überhaupt. Tolle Wurst.
Die tanzen ja rum hier, das kann man ja alles gar nicht ernst nehmen heute. Aus irgendeinem Grund habe ich einen erledigt, keine Ahnung wie. Da fragt mich einer gerade. Aber okay, ich kann das nicht, ich bin da nicht mehr zu fähig. Meine Freunde, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, hoffentlich mit euch dabei. Tschüss, das war's. Scheiße nochmal, ey, Kacke.